So, weiter geht's heute mit Emir nochmal. Die wertvolle Fracht. You're gonna help them do that. I've left you a truck. Use it to drive my customers to the docks, where our ship will be waiting. The docks are guarded. So you're going to work a little harder to... When the boat leaves, the boat leaves. So, wir... I'm sorry. Ja, ja, Jim. Warte mal. Wir machen trotzdem die Schnellreise zu dem Dorf hoch. Das ist jetzt einfach, als wenn ich jetzt da hoch müsste. Wir sollen jetzt Flüchtlingsaufgaben, Schmuggelaufgaben machen. Und das heißt... What do you want, Pijo? Nothing. No, that's wrong. It's definitely something. I promise. Meet me back at the camp. I got an idea. Bye. Ja, und... Paolo, just spoke to our mutual friend, Bembe. What did that snake have to say? He says I do this one last dirty job for him, and you walk away clean. I'm not proud, but I do it again to get Talia and me out of Yara. Danny, I know the risk you are taking for me. I won't forget this. Thank me if I get through this in one piece. Pardon. So, also, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 6. Wir haben heute die Mission oder den Einsatz wertvolle Fracht für uns. Und zwar sollen wir uns mit Raphael treffen und Flüchtlinge rausschaffen. Weiter, um die Schulden zu begleichen. Und zwischendurch knall ich mal kurz noch ein paar... Feinde ab, die so zwischendurch passieren. So, wir müssen uns mit Raphael treffen. Die Frage ist, wo hängt der? Shit. Better be careful. Wieder was? Feinde? Warte, Futter? Warte mal, was müssen wir denn machen? Irgendein Typ, weißes, blaues Hemd und... Wir haben noch Feinde dort? Hostages. Ja, ja, gut. Auto, 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 das ist aber nichts Wildes. Warte mal, da war irgendwas. Ach, das ist nur das Auto gewesen. Gut, dann machen wir uns mal darauf. That's got to be Raphael. Warte mal, kann ich nicht mal ganz kurz... Venga. Military's got them. Bembe, why is it everywhere you send me I find trouble? Speculation is a waste of time, and time is money. Take matters into your own hands, Rojas, and fast. Raphael is there somewhere. Befreie Raphael und die Flüchtlinge. Na, dann machen wir das doch mal. Better watch myself here. Ich habe mir natürlich 0,0 Überblick, aber warum auch immer ich keine Feinde gefunden habe. Back.
and they didn't do anything. Still da. Befreien, befreien, befreien. Oh, Entschuldigung, mein Freund. Das war fail. Oh, das ist irgendwo ein Feind. Ich weiß aber nicht wo. Ja, wo ist denn der Feind? Wo ist er hier? Da bist du! Die Holle habe ich ja nicht gesehen. Das war ein Scharfschütze. Ich habe einfach schon gedacht, dass das irgendwie in der Richtung war, dass da irgendwo ein Feind war, der oben ist. Aber wir haben sie jetzt alle. So. Gut, Medizin haben wir. Und wir sollen mit Raphael reden. Wir sollen mit Raphael reden. Dann machen wir das doch mal glatt. Der hat sich natürlich gefreut. Ich nehme aber vorerst mal das Zeug hier mit, ne? Psst. Over here. Gracias. Did Bembe send you? Ja, ja. You Raphael? I got papers for you. They're in the truck nearby with Bembe's customers. You better hurry. What about you? I'm going back to my studio. I have more art to create. Good. Bembe, I got your clients and your papers from Raphael. Okay, Ross. Now make sure my precious cargo gets to the port. Si. Okay. So, reiche Bembes Truck. Der steht in der Garage in der Nähe. Immer natürlich immer zwischendurch gucken, auf der Karte gucken, ob da nicht irgendwo was rot ist. Nicht, dass das irgendwie wieder bewacht ist, die Nummer. Aber es sieht aktuell nicht danach aus. Everyone good back there? So, was müssen wir jetzt machen? Das Ding sichern. 3 Minuten. Warte mal, ich kann mal gucken, ob wir per Karte. Ja. Wir werden auch den etwas sicheren Weg gehen. FMD-Konvoi. Lassen wir jetzt gerade mal in diesem Wahnsinn des Wortes, aber jetzt noch mal rechts liegen. So. Ich bin doch schon da. Papers. Wait a minute. Christmas trees? Do you even grow those here?
Mexicans pay crazy money for this. How you think El Presidente funded Maria's new face? Okay. Go through. Nah. Bembe better be here. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das doch nicht alles war. Gut, die zwei Feinde, die paar Feinde, die werde ich auch mal. So, einmal stehen bleiben. You do beautiful work, Rojas. I'm sure our friends here will be very appreciative. Ah. Momento, amigos. This is a rush stop. ¿Qué coño? They're not going? Business expense. What the fuck does that mean? My talent is commerce, Rojas. Why don't you leave that part to me and you can focus on your talents? Run back and tell Paolo he has my permission to leave. Vaya con Dios. So, dann haben wir zumindest aber die Aufgabe geschafft. Good news. Bembe's off your back. That was one hell of a debt you owed. Gracias, Danny. We keep this between us. Talia hates everything Bembe represents. I owe you one. But Talia and I are still getting off this island. So, ich verpiss mich mal jetzt gerade hier. Oder auch nicht. Wieso kann ich die Scheiße? Geh mir auf den Sack, ey. Wo schießt mich das? Gut, tschüss. Tschüss. Da oben ist er schon noch. Da oben ist bestimmt noch irgendwas. Da wird nämlich irgendwas angezeigt noch. Perfekt, da oben ist nämlich raus. Eine neue Waffe, eine Reinfeuerpistole. Aber ich bin so ein bisschen eher der... LMG-Fan. Hier können wir noch was lesen. Und da haben wir nochmal 6 von... ...143 gefunden. Gut, das ist einer unserer LKWs. Daher nicht allzu wichtiges. Gut. Was haben wir denn noch als nächstes? Die Hype-Bombe. Die werden wir noch machen. Definitiv. Aber erst in der nächsten Episode. Bei Far Cry 6, liebe Leute.